So, weiter geht mit heute mit Assassin's Creed Syndicate. Los geht's. So, ja, in der letzten Folge haben wir ja das Ding erledigt hier mit dem Zug. Haben uns die Gatling zurückgeholt. Das heißt, nicht zurückgeholt, wir mussten sie ja wieder abgeben, aber wir haben die Gang da ein bisschen aufgelöst. So, haben wir hier noch eine Mission für einen offen? Ah, wir haben einen weiteren Fähigkeitspunkt, okay, sehr gut. Ich nehme mal kurz die Kohle mit. Das sind immer noch immer 275 Dollar, das ist aber auch ganz gut. Habe ich hier noch irgendwas, Sequenz 5? Okay. Gucken wir mal gerade, was wir hier noch so haben. An und Zeugs, was haben wir hier oben eigentlich? Katze und Maus, empfohlen ist Level 5. Aha. Okay, das ist eine alte Mission wahrscheinlich, ja. Ich gucke, ob ich hier da weitermachen könnte. Warte, ich muss aber jetzt auch mal gerade gucken, aber hier noch irgendwie Fähigkeiten reingehen kann. Ob ich da irgendwas noch hab, was wir brauchen könnten. Einmal die Hinrichtung, okay. Ja, dann machen wir das doch. Hinrichtung einschalten. Wir haben noch einen weiteren Fähigkeitspunkt, aber den kann man gerade nicht einsetzen. Also, wir sollen bleibt da hinten Level 4. Aber gut, Level 5 kriege ich schon immer noch hin. So, okay. Dann gehen wir an die nächste Mission. Mit einem Stock bewaffnet. Und wo ist dein Zylinder? So. Oh, ich muss aufpassen, da kommt nämlich der nächste Zug entgegen. Ist das ein Rückwärts-Express hier oder was? Bei der Fahrwerke könnte das was hinkommen, ne? Aber wie gesagt, wir machen unsere nächste Aufgabe jetzt heute. Oder sollen wir unsere nächste Aufgabe machen? Ja, da ist das Creed Syndicate. So, einmal kurz hier runter. Lass ich mal hier. Halt. So. Na, brauchst du nicht. Was haben wir denn hier überhaupt? Freundschaftlicher Wettbewerb. Okay, gucken wir das jetzt mal einfach an, Leute. Und ja, wie gesagt, ich weiß, dass wir Level 5 sein müssten. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie trotzdem hin. Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Pearl Attaway. Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starek und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gerne. Ja. Wären Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen? Na, dann fahren wir mal los. Eine von Milners Angestellten aufspüren. Milner führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starek seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde.
Und was genau hätten Sie davon nicht zu retten, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das? Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst erregend werden, gegen Milner und Starrick zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet, um Hathaway Transport zu dem zu machen, was es ist. Ich lasse nicht zu, dass mich irgendjemand erledigt. Der gehört zu Milner! Etwas Busfahrer vor dem Verfolger retten. Alles klar. Ich kann nicht noch einen Bus verlieren. Halt dich fern von meinem Bus. So, dann versuchen wir den mal wegzuhalten hier. Verfolgen. Ah, oh, mein Gott! Das Problem ist, ich war schön dran an dem und. Hau ab da jetzt! Ist mir gerade egal. Nein, 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 nein. Oh Mann. Natürlich ist das jetzt gerade das Problem, dass ich jetzt natürlich wieder hinterher muss. Geh weg. Geh weg. Geh mal weg. Ich muss da irgendwas verfolgen. Ja, natürlich selbst. Da fahren wir mal rückwärts. Warum der dem nicht einfach aufs Dach gegangen ist hinterher? Ist das nicht der Typ da vorne? Eigentlich müsste das sein, oder wie? Ja, das ist er doch, wollte gerade sagen. Ist mir gerade egal. Haben. So ist's recht. So, erledigt. Milners Betriebshof erreichen. Okay. Ach, war das doch? Irgendwann hat er nur alles doch hinter sich gehabt, der Typ. Ja, was ein Stoffel hier. Gutes Pferdchen. Du bist das.
Sorry, Leute, dass ich da jetzt gerade ein bisschen nachhelfen musste. Und zwar direkt um das Kind herum, ja, geil. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich will jetzt einen Omnibus fahren, aha. Ach, da hinten. Mit dem Bus, mit dem ich gerade gekommen bin. Ach, ich muss mit dem Bus da halt rein. Alles klar. Das erklärt's. Langsamer. Braves Mädchen. So, das ist mir gerade herzlich egal, was du da versuchst, willst. Komm, Myrna. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel. Dieses Pärzin muss noch zum Attaway-Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkesin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. So, okay. Einen Weg finden, die Omnibusse zu zerstören. So, sind das hier Freunde von uns? Die können wir doch mitnehmen, ne? An meine Seite. Ja. Kannst du auf mich zählen, wenn du mich brauchst? Zeig denen, wie das geht. So, die nehmen wir mal mit, die Jungs. So Level 3, das kriegen wir noch ohne Probleme hin, mein Freund. So. Du wirst uns keinen Ärger mehr machen. Dir recht. Ich bin jederzeit für dich da, Jacob. So. Dankeschön. Schaltet sie aus. So. Komm mal her. Holt die Jungs mal euch. Ah, Scheiße. Wir haben die, glaube ich, ausgeschaltet, oder? Ja, natürlich. Keine Pfeile, ne, oder was? Ich weiß nicht, was aus dem Fahrer wurde. Ich habe ihn Milner übergeben. Hallo, Sugine Bolzen, doch da. Milner würde wohl kaum einen von Was ist mit dir los? Uiuiui, ich muss mal hier raus gerade. Aus der Menge. Erstmal muss ich die Jungs da ausschalten, das ist klar.
Das ist natürlich super. So. So, dann stoßen wir das Ding hier mal. Auruk, Jacob. Die Lunte ist gelegt. So, die Frage ist, was machen wir? Ach, der Wagen mit dem Sprengstoff anzünden. Okay, dann machen wir das doch. Und ich verschwinde mal hier. So, Mission erledigt. Wie schmeckt Ihnen das? Ich sehe schon vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht für andere Leute. Na, jedenfalls haben wir die Aufgabe erledigt, liebe Leute. Freundlich, hoffentlicher Wettbewerb. Na gut, bis du willst, Busfahrer wollen den Verfolger retten. Ja, es ist halt einfach so passiert jetzt. Schade. Na gut, wie dem auch sei. Wir sind durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate.